herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sifu Sergei. In der ersten Chisau-Sektion geht es um Idee. Chisau möchte ich nicht kämpfen, ich will nur meine Fähigkeiten entwickeln. Chisau und Chisau-Sektion ist nur eine Trainingsmethode, die in verschiedenen Formen trainiert wird. In Form von Übung, also lokale Übung, in Form von Abfolgen und in Form von Drills. Ich halte persönlich viel vom Drills und wenig vom festgelegten Abfolgen. Ebenso ist die Idee in der ersten Chisau-Sektion Ausrichtung und die Linientheorie, Zentrallinie, Mittellinie, Abschlusslinientheorie. Flexibilität. Prinzip der Flexibilität wird in jeder Chisau-Sektion trainiert und geschult. Man sagt zwar, Chisau ist die klebende Arme, aber ich verstehe viel mehr darunter, dass es Reflexschulung und Flexibilitätsschulung. Und in der ersten Chisau-Sektion geht es in erster Linie um Bongsau-Reflex, Bongsau-Flexibilität und Wusau. Und zusammen kann man sagen Bong-Wu-Flexibilität. Und diese Flexibilität wird von meinem Trainingspartner erzeugt. Natürlich die erste Chisau-Sektion bietet ganz viele Ideen, aber ich reduziere die Ideen auf den Wesentlichen, zum Beispiel auf die Angriffe Guazhao-Angriff, Paxhao-Angriff und Lapsau-Angriff. Um das abwenden zu können von meinem Trainingspartner, brauche ich Bong-Wu-Flexibilität, um danach geschützte Angriffe zu geben. Man kann sagen, also Chisau ist Flexibilitätsschulung in drei Ebenen. Und in jeder Chisau-Sektion steht Schwerpunkt, welche Ebene jetzt trainiert wird. Ja, die Armflexibilität, die Ebene, Rumpfflexibilität, die andere Ebene oder Fußflexibilität. Natürlich, dieser Flexibilität wird immer zusammen trainiert. Nur Schwerpunkt liegt zum Beispiel in der ersten Chisau-Sektion auf Armflexibilität, Bong-Wu-Flexibilität. Sehr wichtig ist auch zu verstehen, dass die erste Chisau-Sektion oder die Chisau-Sektion insgesamt immer Kampfideen vermitteln. Die Chisau-Sektion zu lernen als reine Technik oder Abläufe, Abfolge oder alles eine Form, Partnerform, macht gar keinen Sinn. Damit schulst du keine Reflexe. Man kann die Chisau-Sektion nicht auswendig lernen. Also, Nummer 1, wie ich dir es empfehle zu trainieren, um die Technik besser zu lernen oder schneller zu lernen, an Einzahl Wiederholungen, Drills. Ich halte ganz viel vom Drills und ganz wenig vom festgelegten langen Abfolgen. Die Abfolgen kann man lernen, um einfach die Techniken, die in der Chisau-Sektion vorkommen, zu lernen. Drills sind super, um die Technik zu entwickeln, und Beispiele, zwei, drei Beispiele, dass du mit Druck umgehen kannst und das eine von anderen unterscheidest. Zum Beispiel, ich gebe Lapsau-Angriff und das musst du mit Bong-Wu abwenden. Ich gebe Paxhao-Fauststoß oder Impact und du musst mit Bong-Wu Reflexes abwenden. Und ich gebe Guat-Angriff und du musst es auch mit Bong-Wu abwenden. Die drei Dinge so zu geben, also in verschiedenen Takten oder nach, also beliebig, wird bei dir viel mehr den Reflex entwickeln, als wenn wir das in gewisse Reihenfolge festlegen. Ich mache Lab, danach mache ich Park, danach mache ich Quad und dann lernst du sehr wenig. Also die Technik lernen, im Drills entwickeln und dann die kombinieren. So entwickelt man Reflexe und schult auch Flexibilität. Um besser die erste Chisau-Sektion verstehen zu können, empfehle ich dir auf jeden Fall die DVD, Online-DVD vom Sifu Nico der Mittelstufe zu besorgen. In der Online-DVD der Mittelstufe werden die Übungen von der Chisau-Sektion auf die Schüler gerade zugeschnitten, gezeigt in verschiedenen Sequenzen und Partnerübungen aus verschiedenen Perspektiven sowie theoretische Teile erklärt und Einwendungen dazu gezeigt. Deswegen ist es hochprofessionell gemacht und dient alles ein Nachschlagwerk. Meine Ideen oder meine Wissen basieren auf die DVD bzw. auf den direkten Unterricht von Sifu Nico und diese Programme, die ich dann auspacke und dir ein paar Beispiele noch dazu gebe. Wenn du mehr wissen willst, dann empfehle ich dir DVD. Da ist die erste Chisau-Sektion in der Mittelstufe und natürlich viel mehr, auch Lapsau, Einwendungen der Chisau-Sektion.
Distanztraining steht in der DVD im Vordergrund. Wenn du das über meinen Link unten die DVD, Online-DVD bestellst, dann erhältst du 40% Rabatt. Hier verlinke ich noch ein Video, Umfrage für die Team. Bitte gib auch deinen Vorschlag ab, was möchtest du in Zukunft sehen auf meinem Kanal. Darüber freue ich mich sehr. Drück den Daumen nach oben, hinterlass einen Kommentar und abonniere meinen Kanal, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.